Also bei den Frauen, die hier so hängen, das sind irgendwie alles Frauen, die für mich so eine unglaubliche Stärke transportieren. Und Tina Turner ist ja zum Beispiel eine Frau, die übelst von ihrem Mann geschlagen wurde ihr ganzes Leben lang. Und wo ich dann immer denke, was daraus entsteht, dass Menschen sowas erleben und wie die sich daraus befreien und dann auf einmal diese wahnsinnige Stärke transportieren. Und man kriegt das mit, das ist der Hammer einfach. Susanne Buchheim hat sich auch befreit. Von ihren Ängsten. Malen mit Kreide ist für die gelernte Lichttechnikerin eine Art Therapie. Vor rund 3 Jahren zünden Unbekannte ihr Haus an. Am Anfang stand ich so ein bisschen unter Schock und habe noch so versucht, das alles wieder aufzubauen. Aber als ich dann rausgefunden habe, dass das Haus angezündet wurde, bin ich in so eine super tiefe Depression gestürzt. Und da habe ich mich dann halt in so eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Und hatte halt, also natürlich diese tiefe Traurigkeit zum einen, aber auch diese unglaubliche Wut, wo ich einfach überhaupt nicht wusste, wohin damit. Also ich habe am Anfang so Sachen probiert wie stundenlang schwimmen, also Sport, rausrennen, schwimmen, in den Wald gehen und schreien, irgendwas kaputt hauen, was man halt so probiert, wenn man Wut hat. Aber ich muss sagen, das Malen, also gerade auch so mit der Farbe, so ich habe dann auch Farbe gegen die Wand geschmissen und da mit den Händen drin rumgematscht und so. Und das ist einfach so eine direkte Art des Ausdrucks, finde ich. Also sehr, sehr haptisch und das hat mir unglaublich geholfen. Und Rama stets an Susannes Seite, sei es beim Malen zu Hause oder wie heute auf dem Weg zur Kunstfabrik am Flutgraben. Eine der Berliner Plattformen für bildende Kunst. Hier zeigt die gebürtige Kölnerin ihre Bilder in einer Ausstellung Only Women Bleed. Rund 60 Künstler aus aller Welt arbeiten hier, 40 Ateliers hat's und eine Galerie. Noch 4 Stunden bis zur Eröffnung. Susanne Buchheim ist ein bisschen aufgeregt, sagt sie, auch wenn es schon ihre 2. Ausstellung in der Hauptstadt ist. Die Hobbykünstlerin ist ehrgeizig, will ihre Werke für die Berliner Kunstkenner möglichst gut in Szene setzen. Und nicht nur ihre neuesten Werke, sondern auch die hier hat sie aus der Asche gerettet. Irgendwie diese ganze Geschichte mit dem Brand ist ja jetzt auch ein Teil von mir, hat mich ja auch sehr verändert und irgendwie gehört das halt dazu. Und am Anfang habe ich halt an den Bildern auch versucht, so ein bisschen so die Brandflecken noch wegzukriegen und habe dann gemerkt, es geht halt nicht, die sind halt einfach festgebrannt. Und habe ich mir gedacht, naja, dann ist das halt so. Ich weiß, dass andere Leute mich als starke Frau empfinden. Ich weiß natürlich von mir selber, dass ich auch sehr, sehr viele schwache Momente habe. Aber ich glaube, die wahre Stärke ist halt eben, sich diese Schwäche einzugestehen und zu sagen, okay, ich habe jetzt diese schwachen Momente und ich stehe aber wieder auf. Hinfallen, aufstehen und abputzen, weitermachen, das ist Susannes Lebensmotto. Dass sie jetzt in der Galeria Futura ausstellt, macht sie stolz. Junge Künstlerinnen wie Susanne stehen ganz am Anfang ihrer Malerkarriere. Genau solche Frauen fördern und unterstützen die Gründer der feministischen Galerie Futura, wollen sie durch Ausstellungen wie heute in der Kunstszene bekannter machen. Für Susanne zumindest ist der Abend ein voller Erfolg. Jede Menge Kunstkenner da, Bilder verkauft und die nächste Ausstellung ist auch schon geplant in Rom.